Was für prächtige Klänge. Rigaudon von André Campa. Zunächst danke ich dem Bläserkreis der Heilandskirche unter der Leitung von Diözesankantor Thomas Renger für die musikalische Einbegleitung des heutigen Abends. Die evangelische Superintendenz Steiermark feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Am Abend des Reformationstages darf ich Sie hier in der Kirche und alle, die via Livestream dabei sind, herzlich willkommen heißen. Es kommt nicht oft vor, dass so eine große Menge von Vertretern von Kirchen und Glaubensgemeinschaften und des öffentlichen Lebens einander treffen, in so einer großen Zahl. Bitte lehnen Sie sich etwas zurück, die Begrüßung wird etwas dauern. Es freut mich, den Gastvortragenden des heutigen Abends begrüßen zu dürfen, Bischof Emeritus Dr. Michael Bünker. Mein herzlicher Gruß gilt dem Landeshauptmann von Steiermark, Magister Christopher Drechsler. Stellvertretend für zahlreiche Verantwortungsträger der römisch-katholischen Kirche und der Caritas darf ich willkommen heißen Diözesanbischof Dr. Wilhelm Krautwaschl, den Abt des Stiftes Rhein, Magister Philipp Helm, die Direktorin Nora Töttling-Musenbichler sowie Bischof Emeritus Dr. Egon Capillari. Begrüßen Sie mit mir für den Landtag Steiermark Klubobfrau Barbara Riener und die Repräsentantinnen der Landeshauptstadt Graz, Bürgermeisterin Elke K., sowie in Vertretung der Vizebürgermeisterin Magister Judith Schwentner, Gemeinderätin Diplom-Ingenieur Zeynep Aygan Romana. Für die evangelische Kirche und die Diakonie begrüße ich stellvertretend für anwesende Pfarrerinnen und Kuratorinnen Frau Oberkirchenrätin Gerhit Hergesell, Superintendent Emeritus Magister Hermann Miklas, Superintendentialkuratorin außer Dienst Evi Lindner, Pfarrer Magister Lukas Wagner und Frau Magister Claudia Paulus. Es ist uns eine besondere Freude, willkommen zu heißen, den Vorsitzenden des Ökumenischen Forums Steiermark, Stadtpfarrprobst Magister Christian Leibniz, samt Vertreterinnen und Vertretern der römisch-katholischen Kirche, der altkatholischen Kirche, der autokephalen orthodoxen Kirchen, der koptischen Kirche, der evangelischen Kirchen, der Baptistengemeinde sowie der neuapostolischen Kirche. Ebenso freut es mich, begrüßen zu dürfen Vertreterinnen der Religionsgemeinschaften und Religionsgesellschaften in der Steiermark, namentlich der jüdischen Gemeinde, der islamischen Religionsgemeinde sowie der buddhistischen Religionsgesellschaft. Wir danken, dass uns verdiente Persönlichkeiten die Ehre geben. Bundesministerin außer Dienst Diplomkaufmann Ruth Feldgrill-Zankl, Landeshauptmann Emeritus Hermann Schützenhöfer sowie die ehemalige Präsidentin des Steiermärkischen Landtages Dr. Bettina Vollert. Mein besonderer Gruß gilt dem Präsidenten der Landwirtschaftskammer, Ökonomierat Franz Ditschenbacher, der Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Dr. Gabriele Krenn, Bildungsdirektorin Hofrätin Elisabeth Meixner, dem Doyen des Diplomatischen Korps Magister Rudolf Roth sowie Bezirkshauptmann von Murtal Hofrat Dr. Florian Waldner. Für die Einsatzorganisationen darf ich begrüßen Landespolizeidirektor Hofrat Magister Gerald Ortner sowie den Militärkommandanten der Steiermark Brigadier Magister Heinz Zöllner.
Und last but not least, stellvertretend für alle anwesenden akademischen Lehrenden, Frau Universitätsprofessorin Dr. Michaela Sohn-Kronthaler, die heute auch die Festschrift vorstellen wird. Danke, Sie waren sehr tapfer. Zur Eröffnung will ich Ihnen eine Frage stellen. Gibt es einen typisch steirischen Protestanten? Was ist der Genius Thyriae Protestantis? Oder was ist der evangelische Beitrag am Wesen des Steirers? Natürlich sind Verallgemeinerungen immer gefährlich und widersprechen auch vielleicht dem typisch evangelischen differenzierten Abwägen. Aber an einem Abend wie diesem sei es mit etwas Augenzwinkern erlaubt. Um die Frage nach dem steirischen Evangelischen klären zu können, gilt es sich der Vorfrage des typisch steirischen überhaupt zu widmen. Was macht das Wesen des Homo Styriaticus aus? Bei Sichtung der Literatur musste ich feststellen, dass kaum über einigende Merkmale der steirischen Bevölkerung publiziert wurde. Viel zu lesen ist von der Landschaft, der Architektur, dem guten Wein und Essen. Aber über das Wesen der Steirer ist wenig geschrieben. Der Literat Reinhard B. Gruber unterscheidet satirisch zwischen Feld, Wald, Fluss, Bach, Berg, Gebirg und Alpensteirern, ohne sie aber näher zu charakterisieren. So ansprechend das Land in seiner Rauheit ist, so wild, entstellt und monströs sind die Bewohner in ihrer Erscheinung. Sehr viele von ihnen haben hässlich geschwollene Kehlen. Der allgemeine Anblick ist der schockierendste, den ich jemals gesehen habe, schrieb der schottische Philosoph und Diplomat David Hume. Bisher konnte ich aber nicht feststellen, dass der protestantische Kropf größer wäre als jener der übrigen Steirer. Also die Beobachtungen des David Hume helfen nicht weiter. Der französische Aufklärer Montesquieu stellte im 18. Jahrhundert dann fest, dass die Frauen von Graz wesentlich schöner sind als jene von Wien. Über das Wesen der Steirerinnen im Allgemeinen dokumentierte er jedoch auch nichts. Der große steirische Weltbürger Karl Schwarzenberg formulierte: Steiermark ist Widerspruch. Widerspruch gegen den Zentralismus in Wien, Widerspruch in Reformation und Gegenreformation, in beiden nie vollendet, in beiden bis heute fortschreitend. Was für ein Gedanke. Widerspruch in Reformation und Gegenreformation und in beiden bis heute fortschreitend. Wahrscheinlich wäre vollendet ohnehin viel zu statisch und gerade der Widerspruch bildet einen exzellenten Nährboden für den Fortschritt. Tatsächlich findet sich einiges, was die Steiermark ausmacht und zugleich typisch protestantisch ist. Die Steiermark ist eine Hochburg der Innovation und ist stolz darauf. Insgesamt werden pro Jahr 2,6 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Und unter den 276 EU-Regionen steht die Steiermark an der Spitze. 5 Universitäten und 4 Hochschulen zeugen davon, dass die Steiermark ein wissenschaftsfreundliches Land ist. Die evangelische Kirche versteht sich als Kirche, die Glauben und Aufklärung zusammendenkt. Wir bemühen uns mit großer Offenheit gegenüber Wissenschaft um einen freundlichen Austausch mit Humanismus und Bildung und so um einen aufgeklärten Glauben in einer modernen Welt. Stichwort Bildung. Die evangelische Kirche ist eine Kirche des Wortes und vor allem des Buches. Die Bibel ist die Grundlage des Glaubens. Anhand der Bibel diskutieren wir unsere Glaubensgrundsätze immer wieder aufs Neue und passen sie aktuellen Erfordernissen an. Die Bibel jedoch nicht fundamentalistisch missverstanden, sondern auch selbst in wissenschaftlicher Exegese immer wieder neu kritisch reflektierend. Als unverrückbare Eckpfeiler dienen dabei die 4 reformatorischen Grundsätze: Solus Christus, allein Jesus Christus vermittelt, was Heil bedeutet; Sola Fide, allein im Glauben können wir Gott finden; Sola Gratia, Gratia, allein aus Gnade darf sich jeder und jede angenommen fühlen, ohne dafür besondere Verdienste oder Vorleistungen erbringen zu müssen; und ebenso Sola Scriptura,
Allein durch die Bibel können wir über das Wesen Gottes wissen und aussagen. Neben der Wissenschaftsfreundlichkeit hat das Buch in der Steiermark ja insgesamt eine besondere Bedeutung. In diesem Bundesland gibt es eine Häufung von bedeutenden Literaten. Denken Sie nicht nur an die Vertreter der Grazer Gruppe wie Barbara Frischmuth, Elfriede Jelinek oder Alfred Kollerich, sondern auch an Jüngere wie Valerie Fritsch, Clemens Johann Setz oder zuletzt Marie Gammelscheck. Und vielleicht ist es nicht allein der Geografie geschuldet, dass auch der europäisch-evangelische Pilgerpfad, Weg des Buches, entlang der alten Bibelschmuggerlinien von Ulm nach Slowenien, die Alpen ausgerechnet in der Steiermark quert. Oft wird auch vom steirischen Klima gesprochen, dass man das Gemeinsame über das Trennende stellt. Dazu gehört auch, dass man Gegensätze nicht mit Unfreundlichkeiten öffentlich austrägt, sondern versucht, im internen Ringen eine gute gemeinsame Lösung zu finden. Es gehört ein gewisses Maß an demokratischer Reife dazu, einmal nach Widerspruch getroffene Entscheidungen schließlich doch gemeinsam zu tragen. Miteinander zu ringen ist christlich. Das haben bereits die Apostel getan. Das Ganze in demokratischer Form zu tun, ist evangelisch und besonders wichtig. Wir wählen alle unsere Amtsträger, sowie Hauptamtliche wie auch Ehrenamtliche, und treffen unsere Entscheidungen in parlamentarischen Gremien. Demokratie ist aber nicht die Herrschaft der Mehrheit über die Minderheit, sondern es gilt auch, die Bedürfnisse der unterlegenen Gruppe im Auge zu behalten. Als Minderheit haben wir daher eine besondere Sensibilität, wie mit Minderheiten aller Art umgegangen wird. Das steirische Klima spiegelt sich auch in der gewachsenen Ökumene und dem interreligiösen Dialog wider. Zwischen Politik und Kirchen sowie Glaubensgemeinschaften besteht eine wechselseitige Wertschätzung. Das ist gut fürs Land. Denken Sie nur an die gemeinsame Aufarbeitung der Amokfahrt in der Grazer Innenstadt 2015. Zwar unterstellt man uns Evangelischen gelegentlich eine gewisse Streitlust und dass wir unsere Meinung voller Selbstbewusstsein vertreten. Doch die neu gegründeten evangelischen Gemeinden mussten sich in einem vorwiegend römisch-katholischen Umfeld entwickeln und behaupten. Sie mussten immer wieder aufs Neue ihre eigene Existenz erklären und ihr Profil verdeutlichen. Das hat zweifelsohne geholfen, das Selbstbewusstsein zu stärken. Typisch evangelisch ist auch die Liebe zur Freiheit, die ausgeprägte Eigenverantwortung sowie eine gewisse Grundskepsis gegenüber Autoritäten und allen, die mit Macht ausgestattet sind. Auch das ist etwas, was man in der Steiermark auch sonst immer wieder findet, besonders wenn es um die Bewahrung der Eigenständigkeit und das Misstrauen gegenüber zentralistischer Bevormundung geht. In guter Erinnerung ist uns noch die Szene, als vor laufender Kamera Landeshauptmann Voves dem angehenden Bundeskanzler Gusenbauer ausrichten lässt, dass er jetzt sicher keine Zeit hat, mit ihm über die Besetzung eines Staatssekretariats durch eine Steirerin zu telefonieren, nachdem Gusenbauer sich davor lange nicht gemeldet hat. Landeshauptmann Greiner der Jüngere veranlasste einen Misstrauensantrag im Parlament gegen Minister Lichall von der eigenen Partei. Das war damals unvorstellbar, das ist heute unvorstellbar. Und tatsächlich einmalig in der Geschichte. Steirerblut ist eben kein Himbeersaft. Gerade Landeshauptmann Greiner verfügte aber, dass über seinem offenen Grab der evangelische Superintendent einen Segen sprechen sollte. Manches erschließt sich. Professor Hösele schreibt in der aktuellen Landeschronik, dass das Steirische vor allem das Vielfältige sei. Und zitiert dabei den steirischen Literaten Franz Nabel, der geschrieben hat: Kein anderes Gebiet Österreichs schließt eine so unerschöpfliche Vielfalt von Erscheinungen und Reizen in sich wie dieses Land. Eine Charakterisierung, so Hösele weiter, freut natürlich die Steirerinnen und Steirer, denn sie bezieht sich nicht nur auf die landschaftlich-kulturellen Gegebenheiten, sondern auch auf das Leben und die Menschen insgesamt, in aller Vielfalt. Denn das Lebensgefühl eines in der Herzkammer Österreichs, dem Salzkammergut, beheimateten Menschen,
ist in manchen ein anderes als das eines der jahrhundertelang oft blutig umkämpften Grenzregionen, wie beispielsweise im Radkersburger Raum. Vielfältig ist aber vor allem auch die evangelische Kirche in der Steiermark. Ob der verschiedenen Wurzeln hat das Lutherische in der Steiermark viele Facetten und Gesichter. Wir haben Toleranzgemeinden in den ländlichen Gegenden, in denen die Menschen seit Generationen evangelisch sind und unter den Vorfahren es Geheimprotestanten gab. Andererseits gehören viele Evangelische einem bürgerlich-städtischen liberalen Milieu an. Andere finden sich in den industriell geprägten Bezirksstädten der Ober-, Ost- und Weststeiermark. Viele Gemeinden sind geprägt durch das Leben in der Diaspora. Die Vielfalt wird als Bereicherung empfunden bei allen Spannungen, die mit diesen Unterschieden einhergehen. Ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der gegenwärtigen Steiermark und einer fortschreitenden Reformation, überlasse ich Ihnen in aller Freiheit zu beurteilen. Fest steht jedenfalls, dass wenn man sich reformatorischen Grundsätzen verbunden fühlt, die Steiermark ein gutes Land zu leben ist. Vor diesem Hintergrund erscheint es nur naheliegend, dass die Beschreibung der Steiermark in der Landeshymne mit dem Dachstein beginnt, mit der Ramsau, einer Hochburg evangelischen Lebens. Dankeschön. Thank you.